Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei 7 Days to Die. So, ich habe die Spielzeit auf 120 Minuten gestellt. Sprich, der Tag ist jetzt 120 Minuten lang. Wir wollen hier einmal verkaufen. Inventar. Also den Krams alles haben. Oh, das habe ich vergessen, das wollte ich eigentlich einräumen. Aber egal, jetzt hat das halt gekauft. Wir nehmen uns schon mal eine Quest mit, falls wir irgendwie zu einer doofen Uhrzeit wiederkommen. Lass doch mal die hier nehmen. Akzeptieren. Und dann machen wir einen kurzen Ausflug. Ich markiere das mal. Oh, das sieht so aus, als hätten wir das schon gehabt, oder? Nee, das ist dieses Gefängnis oder so, ne? Das wollte ich immer mal machen. Das ist schön, das können wir dann mal machen. So, ich mache mal hier einen schnellen Wegpunkt hin. Hier haben wir schon angefangen, Ölschiefer abzubauen. Wir werden auch hauptsächlich Ölschiefer abbauen heute. Ich muss mal schauen. Kann sein, dass die Folge ein bisschen länger wird. Ich werde aber etliches rausschneiden, zum Beispiel auch den Fahrweg hier. Und da muss ich mal gucken. Ich wollte mal versuchen, bei YouTube ein bisschen Musik rauszusuchen. In den Talking-Videos habe ich ja schon ein Musikstück drin. Allerdings ein sehr ruhiges. Das ist ja auch von YouTube direkt. Dafür brauche ich keine Lizenz und nix. Dementsprechend, beziehungsweise es hat die YouTube-Lizenz. Da wollte ich mal so raussuchen, ob ich was Passendes finde. Ich bezweifle zwar, dass ich was finde, aber man weiß ja nie. Wenn ich was finde, dann habt ihr hier gleich ein bisschen musikalische Untermalung. Und wenn nicht, dann habt ihr einfach nur einen Schnitt. Ich mache mich auf jeden Fall mal weg und dann wollen wir mal sehen, was dabei rumkommt. Blende ich mich mal wieder dazu. Hier haben wir angefangen, Ölschiefer abzubauen. Das werden wir dann auch weitermachen. Und den Eisen daneben werden wir wahrscheinlich auch abbauen. So, wir müssen hier nur einmal kurz Zombie frei machen. Und ich würde sagen, falls irgendwas Aufregendes passiert, hole ich euch dazu. Vielleicht kommt ja auch eine Schreierin oder so. Und ansonsten werde ich die ganze Zeit nur das hier machen, oder? So, da bin ich wieder. Ich bahne mir gerade einen Weg nach oben. Und ich habe Zombies gehört. Nur mal gucken, wo wir hier rauskommen. Ich hoffe mal, ich buddel jetzt das Motorrad nicht hier rein. Also untergrabe das Motorrad, dass es hier reinfällt. Das wäre doof. Aber so können wir auch ein bisschen Sand noch mitnehmen. Das ist auch schön. Sand brauchen wir auch jede Menge. Unsere Betonmischung. Ja, ich habe eigentlich nur Ölschiefer und Nitrat abgebaut. An Eisen bin ich gar nicht so gut rangekommen. Mal gucken, vielleicht machen wir gleich nochmal Eisen. Da wäre nämlich noch Eisen gewesen.
So, ich habe einen Zombie gehört. Wo ist er denn? Machen wir noch mal auf den Tank voll. So, 318. Dann würde ich fast sagen, machen wir den Tank einfach leer. Mit Eisen. Während wir Eisen abbauen. Sobald ich die Zombies gefunden habe und weggemacht habe. Das gibt's doch nicht. Wo seid denn ihr? Seid ihr hier reingefallen? Kann das sein? Wo schleiche ich denn? Es könnte sein, dass sie hier reingefallen sind. Keine Ahnung. So, den Geier können wir aber noch wegmachen. Oder auch nicht. Jetzt können wir wegmachen. Gut, dann würde ich sagen, mache ich mich mal wieder weg. Und Kojote. Und los geht's. So, da sind wir wieder. Sprit ist leer, das heißt, es geht ab nach Hause. Sprit im Moped sollte auch noch reichen, bis wir daheim sind. Das ist doch gerade mal das Auto hier looten. Vielleicht ist hier noch Sprit drin. Jo, und. Nö, aber Motor kann ja auch nicht schaden. So. Abbau können wir mal wegmachen. Und dann machen wir den schnellen Wegpunkt wieder nach Hause. Ja. Und dann würde ich sagen, fahren wir nach Hause, setzen den ganzen Sprit an. Brauchen wir jetzt auch unbedingt, weil sonst kommen wir bald nicht mehr weg. Ich habe jetzt alles, was wir an Sprit hatten, ausgegeben. Guck mal, hier ist noch jede Menge Ölschiefer. Ich muss doch nochmal markieren hier. Alles, diese hellen Punkte. Das müssen wir uns mal eben markieren. Öl. Werden wir auf jeden Fall wahrscheinlich nochmal machen. Ich werde jetzt erstmal alles, was wir an Ölschiefer haben, an Sprit durchballern. Und wahrscheinlich brauchen wir in Zukunft noch ein bisschen mehr für Öl. Da brauchen wir auch Ölschiefer für. Aber wie gesagt, jetzt geht es erstmal nach Hause. Dann werden wir die ganze Chose mal ansetzen daheim. Und wir haben es erst 9.16 Uhr. Das ist ja richtig gemütlich mit 120 Minuten. Das hat was. Könnte ich mich dran gewöhnen, dass wir 120 Minuten lang die Tage machen. Allerdings müsste ich mich dann immer ausloggen und die Nächte auf 60 Minuten runterstellen, weil sonst ist es zu lange dunkel. Auch mit der Helmlichtmod und der Fackel, finde ich, sieht man nicht genug auf den Aufnahmen. Also es könnte besser sein. Eine Horde-Nacht war natürlich klasse gestern. Das war ja taghell da mit den drei Lampen, die ich da angebaut habe. Das war cool. Sollten wir vielleicht mal bei unserer Base auch machen. Aber bei unserer Base wollte ich gerne mit Solarzellen ein bisschen was machen. Und das wird noch dauern, bis wir uns die alle leisten können. Aber damit will ich auf jeden Fall in dieser Staffel noch rumexperimentieren, damit ich das auch schon mal gemacht habe für zukünftige Staffeln. So, jetzt würde ich aber sagen, mache ich noch mal einen kurzen Schnibbler nach Hause, ne? Bis gleich. Da sind wir wieder. Das ist nicht unser Zuhause, aber hier ist ja noch so ein Automaten, den wir mal knacken können. Wir haben ja Dietriche ohne Ende dabei. Und hier ist bestimmt wieder jede Menge nette Geld drin. Nette Geld, nette Kohle, nettes Geld, so. Ja, mal gucken, wie viel Dietriche wir dafür brauchen. Das war jetzt der zweite. Müssen wir vielleicht Dietriche auch nochmal bauen, ha? Dritte. Vierte. Fünfte. Sechste. Siebte. Achte. Lass mich verarschen. Ich habe gar keine Dietriche mehr. Kann doch nicht sein, wo sind die ganzen Dietriche hin? Ah, ich habe die hier im Moped gehabt. Okay. Also waren es die letzten drei oder vier Zählen nicht. Ich habe einfach keine Dietriche mehr gehabt. So. 901. Hat doch was. So, dich lassen wir hier mal stehen. Wir müssen weiter. Wir müssen in die Heimat. 300 Meter noch. Das schneide ich jetzt nicht nochmal weg, oder? Nee, 300 Meter schneide ich nicht weg. So, Dietriche bauen müssen wir auf jeden Fall nicht. Wir haben noch 50 Stück im Moped gehabt. Das habe ich irgendwie verpeilt gehabt. So, da ist ein Blinkelicht. Das könnte vor unserer Hordefalle sein. Da müssen wir unbedingt reparieren, ne? Vor der nächsten Nacht. Das habe ich ja jetzt nicht gemacht. Könnte ich vielleicht nach der Folge gerade machen, ne? Aber müssen wir mal schauen. Erstmal wollen wir jetzt hier ein bisschen Schaparit herstellen. Jo. Ja, geht da mal runter. So, genau. Prima ist das gemacht. Klasse. Bin ich stolz auf dich. Haben wir die Brille eigentlich noch auf für Erfahrungszuwachs? Ja, ne? Ja, genau. 10% Erfahrungszuwachs.
So, ist hier schon alles durch? Nö. Da kommen wir mal eben noch ein bisschen. Oh, wir haben noch 4 rohes Fleisch. Wir hätten vielleicht den Kojoten killen sollen, den wir gesehen haben, ne? Wochen? Geht nicht? Ach, brauchen wir 5. Na gut, schade. Dann packen wir mal das gekochte Wasser hier rein. Dann haben wir mal wieder was, wenn wir wieder was brauchen sollten. Rohe Fleisch kann auch hier mit rein. Genau wie das. Und das hier können wir mal eben ausschalten. Wie sieht es hier aus? Oh, du bist nicht ganz fertig geworden. Achso, ich habe dich ausgemacht, ne? So, dann lass uns doch mal gucken. Benzinkanister. 1198, hat doch was. Was ist eigentlich damit? Stapelbenzinkanister. Ah, das sind dann 10.000 auf einem Stack, ja? Macht man es aus Benzinkanister? Ne, macht man auch gleich aus Ölfiefer. Okay, cool. Müsst du einen Mechaniker erst haben? Oder ein Buch, ne? Rezept beim Benzinkanister oder Mechaniker. Benzinkanister kann benutzt werden, um benzinbetriebene Werkzeuge und Fahrzeuge zu betreiben. Es werden immer 10 gefertigt. Ne, Quatsch, das hier war's, ne? Das geht nur mit Mechaniker, da gibt es kein Buch für, okay. Aber Mechaniker wollte ich gar nicht skillen. So, dann lass uns doch mal Benzin hier durchlaufen lassen. Sehr schön. Gut, was machen wir noch? Bordefalle reparieren, genau. Das kommt hier hin. Bitte packen wir erstmal hier mit hin, genau wie Nitrat. Silberklumpen. Ne, Nitrat kommt hier rein. Nitratpulver und Lehm. Silberklumpen wird verkauft. Motor müssen wir gleich noch reinsetzen. Blei packen wir hier mit drin. Motor. Oh, der kann hier gar nicht mehr mit rein. Wir haben einfach zu viel Kram. Was ist das denn? Robotikteile, warum sind die hier drin? Robotikteile machen wir mal hier mit rein. Haben wir dafür sogar schon einen Stack? Tatsache. Siehst du? Falsch einsortiert. Moment, wir brauchen noch die Nagelpistole. Wo haben wir sie? Das ist alles viel zu unsortiert hier drin, oder? Nagelpistole, wir brauchen Schmieden Stahl. Den haben wir hier drin. So. Und ich weiß nicht, brauchen wir mechanische Teile oder Elektroteile dafür? Nehme ich mal vorsichtshalber beide mit, ne? Elektrisch. Da ist noch Kohle. Mechanisch. So, und dann gehen wir mal kurz die Hordefalle reparieren. Dann haben wir das nämlich auch hinter uns. Hüpf, hüpf. Umbauen. Hordefalle tun wir nicht, würde ich sagen. Das hat ja super geklappt. Dementsprechend lassen wir das auch erstmal so. Und das Ding müssen wir aber reparieren. Reparieren. Und wir brauchen unbedingt wieder Reparaturkits. Ich brauche unbedingt einen Bauplan für Reparaturkits. Kann man den eigentlich finden oder muss man dafür auch Mechaniker oder so skillen? Weiß ich gar nicht. Sollten wir vielleicht mal nachschauen. So. So, das ist fit. Sehr schön. Das ist auch fit. Das ebenfalls. Hier können wir nochmal einen reparieren. Da auch. Da auch. Und Generator ist fit. Sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, sind wir hier auch durch mit dem Reparieren. Lass uns mal gerade gucken. Rep. Nee, nicht RP, sondern EP. Reparaturkit. Klebeband, geschmiedetes Eisen. Das können wir herstellen. Mit Klebeband, geschmiedetem Eisen. Lass uns doch mal ein paar Reparaturkits machen. Ich dachte die ganze Zeit, das müssen wir erst noch lernen. Habe ich das vielleicht mit fortgeschrittenen Ingenieur freigeschaltet? Kann das sein? Nee, aber das ist ja klasse, wenn wir das schon können. Dann machen wir das eben auch noch. Ein paar Reparaturkits. Dann haben wir erstmal ein bisschen was auf Lager. Geschmiedetes Eisen und Klebeband, ne? Haben wir noch geschmiedetes Eisen? 51. Warum vielleicht auch noch mal ein bisschen was rausmachen, ne? Geschmiedetes Eisen. Achso, da brauchen wir Lehm für. Lehm, 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 Lehm. Lehm? Nee, Quatsch. Brauchen wir nicht. Ist doch Lehm drin. In dem Moped. Oh, aber nur noch 9 Stück. Wir müssen Lehm einschmelzen, okay. Dann nehmen wir mal alles mit. Und schmelzen das mal eben ein. Geschmiedetes Eisen, Klebeband.
Haben wir hier nur 14 Stück, das ist ein bisschen wenig, ne? Wir brauchen Kleber und wir brauchen Stofffetzen. Stofffetzen. Und haben wir Knochen hier mit drin? Dann können wir gerade noch Kleber herstellen. Knochen 888. Was können wir aus Knochen eigentlich noch Schönes machen? Rezepte? Nur Kleber. Mit schmutzigem Wasser oder schmutzigem Wasser. An der Chemiestation brauchen wir weniger. So, dann müssen wir auch mal unbedingt wieder losziehen und vielleicht mal ein bisschen schmutziges Wasser suchen. Ne? So, machen wir das hier mal alles zu Kleber. Und dann machen wir Klebeband. So, das dauert jetzt leider alles einen Moment. Und das ist sowieso erst nach dem Benzin dran. Ach, schön. Dann geht das ja alles voran. Das freut mir. Ein paar Reparaturkits haben wir noch, ne? Komm. Scheiß drauf. Machen wir nicht jetzt, machen wir, wenn wir wieder zu Hause sind. Nee, Quatsch, du bleibst hier. Du kommst mit hier hin. Du kommst mit nach unten. Stofffetzen bleiben hier. Noch bleiben hier. Geschmiedeter Stahl kommt hier mit rein. Oh Mann, 104, sehr schön. Und ja, das lassen wir einfach weiterlaufen alles, ne? Bis wir wieder daheim sind. Jetzt würde ich sagen, jetzt erstmal Zeit für eine Quest, ne? Aber nicht mehr heute. Soll heißen, ich würde sagen, ich lock mich gleich nochmal aus. Ich muss jetzt nämlich ein paar Stunden Pause machen. Ich muss ein bisschen was anderes machen. Ich lock mich nochmal aus, stelle die Zeit wieder runter auf 60 Minuten. Wobei 120 Minuten schon cool ist. Aber wir stellen trotzdem die Zeit wieder runter auf 60 Minuten. Und in der nächsten Folge gibt es dann wieder eine Quest. Ne? Bis dahin, macht's gut. Tschüss.